Welches Teleskop oder welcher Filter? Sternbeobachtung klappt nicht nur in der Nacht. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Quizshow zu Gast. Und jetzt die Frage aller Fragen. Was ist der uns am nächsten gelegene Stern? Der uns am nächsten gelegene Stern ist tatsächlich die Sonne. Und die können wir natürlich auch beobachten. Aber wie machen wir das und was brauchen wir dazu? Darum soll es im Video gehen. Viel Spaß! Gleich vorweg, beobachten Sie die Sonne niemals ohne einen speziellen Sonnenfilter. Ein Blick in die Sonne ohne Sonnenfilter kann zu sehr, sehr schweren Augenschäden oder sogar Blindheit führen. Nur im Astrohandel erhalten Sie sichere Sonnenfilter. Lassen Sie sich gerne vorher auch beraten und über die Gefahren aufklären. Also nochmal, niemals ohne entsprechenden Schutz in die Sonne blicken. Wenn wir die Sonne normal beobachten, dann schauen wir auf ihre Photosphäre, eine 400 Kilometer dicke Schicht. Das ist quasi die Oberfläche der Sonne, auf der wir viele schöne Sachen beobachten können. Okay, was heißt normal? Wir beobachten die Sonne im Weißlicht. Das ist für uns die einfachste und kostengünstigste Art, die Sonne zu beobachten. Was Sie hier jetzt auf den Bildern schon sehen, das sind Sonnenflecken bzw. ganze Fleckengruppen, die man wunderbar beobachten kann. Hier sehen wir die Ausschnittsvergrößerung einer schönen Fleckengruppe. Vor allem sehen wir hier die schwarze Umbra und die etwas gräuliche Penumbra von den Sonnenflecken. Ein typisches Aussehen für große Sonnenflecken. Und was auch noch auffällt, ist die körnige Struktur, das ist die Granulation der Sonne. Eine der beliebtesten Methoden ist, die Sonne mit einem Objektivfilter zu beobachten. Das bedeutet, ein Filter bedeckt die komplette freie Öffnung des Objektivs und blockt damit einen erheblichen Teil des Sonnenlichts ab. Diese Art von Filter schützen unser Auge ganz speziell, aber natürlich auch das Innere des Teleskops, falls hier irgendwelche Kunststoffteile verbaut sein sollten. Die Sonne kommt einfach fast gar nicht rein. Hier sehen wir es nochmal in der Animation. Von links kommt das Sonnenlicht und trifft auf den Filter und wird extrem abgeschwächt und ganz wenig Sonnenlicht gelangt dann nur noch ins Teleskop. Unsere Kunden verwenden überwiegend Filter mit der optischen Dichte von ND5. Ja, das bedeutet, dieser Filter lässt nur noch 0,001% des Lichtes durch und dämpft das Sonnenlicht um den Faktor 100.000-fach ab. Damit können Sie die Sonne sehr, sehr gut visuell beobachten. Es gibt auch Filter mit einem geringeren Dämpfaktor, aber hier müssten Sie mit einem zusätzlichen Filter nachdämpfen für die visuelle Beobachtung. Deswegen empfehlen wir eher den ND5 und würden den ND3 in Anführungsstrichen sehen. Bei den Filtern stellt sich die Frage nicht nach Sein oder Nichtsein, sondern nur nach Glas oder Folie. Welche Art würden Sie nehmen? Glasfilter besitzen eine verspiegelte und zum Teil vergütete Fläche. Sie werden immer in einer Fassung in verschiedenen Größen geliefert. Zum Teil sind die Glasfilter aber recht teuer, vor allem die, die eine hohe optische Qualität haben. Einige der Glasfilter bieten ein gelbliches Licht, was von vielen Beobachtern als schön empfunden wird. Demgegenüber gibt es auch Sonnenfilterfolien mit oder ohne Fassung. Im Vergleich zu Glasfiltern sind die immer ein bisschen günstiger. Weil sie so dünn sind, haben sie auch eine gute optische Abbildung. Und aus so einer Folie können Sie sich auch ganz selbst als Bastler einen eigenen Sonnenfilter bauen. Die Bader Astro Solarfolie ist die günstigste Möglichkeit, die Sonne zu beobachten, und da können Sie beim Bau Ihre Kreativität völlig freien Lauf lassen. Wollen Sie nicht selbst basteln, gibt es einige toll gefasste Filter, die dann direkt auf Ihr Teleskop passen. Gut sind zum Beispiel die Bader Astro Solarfilter mit einem Alurahmen. Hier haben Sie die Möglichkeit,
diese kleinen Bolzen zu verstellen und so den Sitz auf Ihrem Tubus exakt anzupassen. Außerdem gibt es auch sehr günstige Filter für manche Omegon-Teleskope. Die kommen in einem Kunststoffrahmen und Sie können die dann auf die Teleskopöffnung setzen wie ein Deckel. Weil das manchmal als Frage kommt, die Sonnenfilterfolie sollte nicht ganz straff im Filter liegen, sondern leicht wellig. Damit haben Sie sogar eine bessere Abbildungsqualität. Wichtig ist, dass der Filter den vorderen Teil des Tubus komplett abdeckt und dass kein Spalt zu sehen ist und der Filter auch fest sitzt. Messen Sie den Außendurchmesser des Tubus mit einem Millimetermaß ab und schauen Sie dann im Shop bei uns, welcher Filter für Ihr Teleskop in Frage kommt. Viele Filter haben einen bestimmten Öffnungsbereich, für den sie geeignet sind, denn oftmals haben sie am Rand Schrauben oder Bolzen, die man ein wenig einstellen und anpassen kann. Ich habe eben einen Tubus-Außendurchmesser von 184 mm ausgemessen. Also suche ich nach einem Filter, der in diesen Bereich passt. Dieser hier ist für 173 bis 193 mm geeignet und passt daher perfekt. Dann setzen Sie den Sonnenfilter auf die Öffnung des Teleskops und fixieren ihn so, dass er keinesfalls herunterfallen kann. Solche Filter gibt es nicht nur fürs Teleskop, sondern auch für Ferngläser. Und natürlich können Sie auch ohne Teleskop und ohne Fernglas mit einer Finsternisbrille Sonnenfinsternisse ganz wunderbar anschauen. In der Praxis geht die Sonnenbeobachtung ganz easy. Stellen Sie das Teleskop einfach auf und sorgen Sie dafür, dass der Filter nicht von einem Windstoß weggetragen werden kann. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, das Sucherfernrohr zu demontieren oder es alternativ mit einem zusätzlichen Sonnenfilter auszustatten. Ja, dann wären wir beim Punkt angekommen, wie finden wir überhaupt die Sonne? Wir haben ja schließlich keinen Sucher, den haben wir demontiert. Das geht ganz einfach und zwar über den Schattenwurf des Teleskops auf dem Boden. Wenn der Schatten rund und klein wird, dann haben Sie die Sonne fast schon gefunden und Sie müssen in den Okularauszug jetzt nur noch ein Okular mit einer kleinen Vergrößerung einsetzen und am besten mit einem großen Gesichtsfeld. Das ist eine ganz einfache und simple Methode, die in der Regel funktioniert. Sollten Sie aber trotzdem damit Probleme haben, bieten wir im Shop bei uns auch spezielle Sonnensucher an, die Sie auf das Teleskop montieren können. Anstatt eines Filters können Sie auch einen Herschelkeil verwenden, allerdings nur bei Linsenteleskopen mit kleinem Durchmesser. Die Linsen heizen sich bei der Methode stark auf, weil das volle Sonnenlicht in das Objektiv gelangt. Der Herschelkeil sitzt nämlich am unteren Ende des Teleskops. Einen guten 2 Zoll Herschelkeil bietet auch der Hersteller Meade an, mit ND3-Filter, integrierter Keramikplatte und einem nützlichen Twist-Lock-Adapter. Im Inneren sitzt ein Prisma. Das Sonnenlicht gelangt hier rein. 95 bis 96% wird durch das Prisma wieder ausgeleitet. Nur 4 bis 5% des Lichts gelangt nach oben ins Okular. Hier muss man einen zusätzlichen ND3-Filter und einen variablen Polfilter verwenden. So bekommt man dann ein angenehmes und super kontrastreiches Sonnenbild, auf dem man dann nicht nur tolle Sonnenflecken und Fackeln, sondern auch schön die Granulation der Sonne erkennen kann. Wer bei 30 Grad in der Sonne brütet, ist über so eine Beobachtungshaube besonders froh, denn darunter ist es nicht nur kühler, sondern auch der Kontrast ist besser. Mit sehr speziellen Teleskopen oder Filtern können Sie die Sonne im H-Alpha-Licht beobachten, bei 656 Nanometer. Auf den Bereich haben wir im Einzelnen normalerweise keinen Blick. Wir sehen hier auf die Chromosphäre der Sonne, eine Sonnenatmosphäre aus heißem Gas, die sich über der Photosphäre ansiedelt und tiefrot erscheint. Hier bemerken wir die beliebten Protuberanzen. Das sind Materieströme und Massenauswürfe, die man oft bogenförmig am Sonnenrand beobachten kann. Sie können Hunderttausende von Kilometern in den Raum hineinreichen und verändern sich auch sehr schnell. So klein kann die Erde im Vergleich dazu aussehen. Auch oft zu sehen sind Filamente, was nichts anderes als Protuberanzen auf der Oberfläche sind. Das hier
ist ein Coronado PST der Klassiker unter den H-Alpha-Teleskopen und vom Preis absolut erschwinglich. Sie setzen das Teleskop einfach auf ein Stativ oder eine kleine astronomische Montierung und schon kann die Beobachtung losgehen. Objektivdeckel ab und dann einfach die Sonne suchen. Sie sehen die Sonne als eine rote Scheibe im H-Alpha-Licht. Selbst wenn nicht viel Aktivität herrscht, können Sie fast immer Protuberanzen entdecken. Das Coronado PST gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal als Standardvariante für Protuberanzen und als Double-Stack-Variante. Damit können Sie auf der Sonnenoberfläche noch deutlich mehr Details erkennen. Wenn Sie kein spezielles Sonnenteleskop kaufen wollen, dann gibt es auch die Möglichkeit, ein Quark H-Alpha von Daystar zu verwenden. Damit können Sie ein kleines Linsenteleskop in ein richtiges Sonnenteleskop verwandeln. Sie setzen das Gerät einfach an den Okularauszug und schon können Sie im H-Alpha-Licht beobachten. Das ist ziemlich praktisch, weil Sie das Teleskop hinterher wieder ganz normal für die Nachtbeobachtung verwenden können. Nun gibt es zwei Modelle, das Quark-Protuberanzen und das Quark-Chromosphäre. Schon der Name zeigt den Nutzen. Das Modell Protuberanzen hat eine höhere spektrale Breite und stellt damit die Protuberanzen besonders hell dar, während Details auf der Sonnenoberfläche überstrahlt werden. Das Chromosphäre-Modell besitzt eine engere Bandbreite und Details erscheinen etwas dunkler. Dafür sehen Sie die Protuberanz am Rand der Sonne, aber auch weitere Details auf der Oberfläche. Ja, und jetzt genießen Sie einfach nochmal ein paar schöne Sonnenimpressionen, die mein Kollege Bernd Gerken mit dem Chromosphäre-Modell aufgenommen hat. Los geht's! Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen Einblick geben über die Möglichkeiten, wie Sie selbst die Sonne beobachten können. Die Sonnenaktivität steigt ja gerade wieder an und daher wird die Sonnenbeobachtung immer interessanter. Viel Spaß beim Sonnenbeobachten und bis bald bei Asseshop. Tschüss!